Die nächste Station meiner Recherche führt mich nach Mexiko. Die Lage des Landes zwischen Südamerika und den USA macht es zum Revier großer Drogenkartelle. Die Narcos, wie sie die Drogenhändler hier nennen, sind berüchtigt für ihre unbeschreibliche Brutalität, mit der sie ihre Feinde hinrichten. Das Land befindet sich in einem regelrechten Drogenkrieg mit den Verbrecherbanden. Neben den wenigen großen Kartellen haben sich in den vergangenen Jahren rund 400 kleine Gangs gebildet. Obwohl sie von Männern dominiert werden, spielen zunehmend auch Frauen eine Rolle. Aber worauf lassen sie sich dabei ein? Wie lebensgefährlich die mexikanische Unterwelt ist, wird auf einem ganz besonderen Friedhof sichtbar. Auf dem Jardines del Umaya haben sich hochrangige Mitglieder des berüchtigten Sinaloa-Kartells imposante Grabstätten gebaut. Und das teilweise bereits vor ihrem Tod. Hier sieht's aus wie in einer kleinen Stadt. Die Gräber hier sollen bis zu $1 Million wert sein. Manche haben Fenster aus Panzerglas und besitzen Klimaanlagen. Mir fällt eine Sache auf, die mich mehr beschäftigt als der Protz dieser toten Kartellmitglieder. 23, 35, das ist krass, nur junge Leute. Sie sind alle zwischen 25 und 35 Jahre alt. Ja, sie werden keine 40. Auch das luxuriöseste Grab kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Gangsterleben schnell zu Ende sein kann, obwohl sich die Kartelle als unbesiegbar präsentieren. Diese Realität hat wenig gemein mit dem Narkomythos aus Filmen und Serien. Wie tödlich und militärisch ausgestattet die Kartelle sind, stellen sie mittlerweile in Videos auf eigenen Social-Media-Profilen zur Schau. Regelmäßig liefern sie sich schwere Gefechte mit den Sicherheitsbehörden, wie hier 2019. Nachdem ein Spezialkommando den Sohn des berüchtigten Kartellboss El Chapo festnahm, riegelten mehrere hundert Kartellmitglieder die Stadt ab und drohten willkürlich auf Zivilisten zu schießen. Die Taktik der Kartelle geht leider auf. Am Ende billigt auch Mexikos Präsident die Freilassung von El Chapos Sohn. Es zeigt sich einmal mehr, warum die Kartelle als die einflussreichsten kriminellen Organisationen der Welt gelten. Um ihre Macht zu erhalten, überziehen sie Mexiko seit Jahren immer wieder mit Wellen der Gewalt. Unerwünschte Politiker, Journalisten oder verfeindete Kartellmitglieder werden von den sogenannten Sicarios, den Auftragsmördern der Kartelle, hingerichtet. In der Grenzstadt Juarez treffe ich Clemente. Er kennt die Strukturen hier genau, auch die Kriminellen, und kann uns den Kontakt zu einer Frau vermitteln, die für die blutige Spur der Kartelle und die noch immer gefährliche Sicherheitslage der Stadt mitverantwortlich sein soll. Die Dinge laufen ganz okay. Das ist gut. Ja, wir waren die zweitgefährlichste Stadt der Welt und jetzt sind wir auf Platz 3. Großartig. Ich denke, wir machen uns. Nach langen Verhandlungen im Vorfeld ermöglichen uns Clementes Kontakte in die Unterwelt ein Interview mit einer Kartellauftragsmörderin, einer sogenannten Sicaria. Damit wir sie überhaupt sprechen dürfen, musste Clemente sich das Okay von ihrem Boss beim Kartell holen. Hätten wir das Interview mit Cat, wie wir die Killerin nennen sollen, ohne diese Genehmigung geführt, wären wir alle in Gefahr gewesen. Wir treffen sie in einem Hotelzimmer. Ich bin nervös, frage mich, wer jetzt alles von unserem Interview weiß. Dazu kommt das ungute Gefühl, gleich einer Mörderin gegenüber zu sitzen. Doch nur so kann ich zumindest versuchen zu verstehen, warum sie sich entschieden hat, Menschen für Geld zu töten. Wie viele Menschen haben sie getötet? So 16 Menschen in etwa. Wie viel bekommen sie für einen Auftrag? Ich kriege im Allgemeinen zwischen 1.500 und $2.000. Mehr nicht. Es ist davon abhängig, wie relevant die Person ist, die ich töten soll. Die Sicaria ist gerade mal 24 Jahre alt und spricht über ihre Arbeit so abgeklärt und routiniert, als wäre es das Normalste der Welt. Es ist für mich schwer nachzuvollziehen, wie man eine Auftragsmörderin wird. Können Sie mir erklären, wie Ihr Leben zu dem wurde, was es heute ist? Became what it is today.
Als ich mein Studium an der Universität begann, hat mein Freund schon Drogen verkauft. Ich habe gesehen, wie viel Geld man damit verdienen kann, und ich brach die Uni ab. Für das Geld natürlich. Mein Freund wurde dann ermordet und ich machte weiter. Jedem gefällt einfaches und schnelles Geld. Ich habe mich für diese Option entschieden. Du musst nicht schuften, gehst keine Risiken ein. Naja, klar, es ist riskant. Aber du verdienst schnelles, einfaches Geld, ohne viel dafür arbeiten zu müssen. Die Rechnung, die Kat hier aufmacht, schockiert mich. Es ist keine Notlage, die aus der Studentin die Mörderin machte, sondern die Aussicht auf schnellen Reichtum. Und genau mit diesen Versprechen locken die Kartelle ihren Nachwuchs. Auf Social Media prahlen manche Drogenhändler mit ihrem Luxus und dem Narco-Lifestyle. Ihnen hilft, dass sich in Mexiko eine ganze Popkultur rund um die kriminelle Welt der Drogenkartelle gebildet hat. Ihre Musik, die sogenannten Narco-Corridos, werden im Internet millionenfach geklickt. Hier werden Frauen oftmals nur als sexy Narco-Barbies präsentiert. Die Frauen selbst vermitteln auf Social Media längst das Bild der skrupellosen Kartellmitglieder und machen teilweise sogar kriminelle Karriere innerhalb der Drogenbanden. Finden Sie es normal, Menschen zu töten? Es ist nicht normal. Aber in meinem Fall ist es ein bezahlter Job. Etwas, das getan werden muss. Täglich sterben Menschen und kommen bei Unfällen um. Aber für mich ist es eben normal, dass ein Mensch stirbt oder umgebracht wird. Hier in Mexiko gehört das zum Alltag. Und die Leute haben sich daran gewöhnt. Wenn Sie die Waffe auf Sie richten, verändert sich etwas in Ihren Gesichtern? Es passiert so plötzlich. Kaum sehen Sie die Waffe auf sich gerichtet, wissen Sie, dass es vorbei ist. In diesen Situationen geht alles so schnell. Ihnen steht auf dem Gesicht geschrieben, Scheiße. Und mit diesem Gesichtsausdruck sterben Sie. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier vor einer Frau sitze, die viele Menschen ermordet hat und fast gleichgültig darüber spricht. Und genau deshalb fällt es mir trotz ihrer Offenheit schwer, ihren Werdegang nachzuvollziehen. Dann müssen wir das Interview unterbrechen. Kat will los, zu einer Drogenübergabe, denn sie verkauft auch Kokain für die Kartelle. Das bringe mehr Geld, als sich nur auf Auftragsmorde zu konzentrieren, sagt sie. Und zu meiner großen Überraschung dürfen wir sie dabei begleiten. Also ich muss stottern, weil ich es kaum glauben kann, dass wir auch noch bei diesem Job dabei sein dürfen. Sie eben gerade ohne mit der Wimper zu zucken, sich ein Tongerät anmachen kann, damit wir auch hören, worüber sie sprechen. Und ich finde das, we have to go. Ich finde das mehr als krass. Wir beschließen, ihr und ihrem Motorrad zu folgen. Doch ganz wohl dabei fühle ich mich nicht. Glaubst du, jemand folgt uns und beobachtet uns? Ja. Und das macht dir überhaupt keine Sorgen? Nein, nein. Die Leute beschützen sie. Es geht nicht um uns, es geht um sie. Glaubst du, dass viele Leute wissen, dass wir hier in Juarez sind? Ja, da gibt es ein paar Leute vom Kartell, die wissen, dass wir hier sind. Das ist irgendwie beängstigend. Warum hat Ihr Boss zugestimmt, dass wir mit ihr sprechen dürfen? Naja, sie wird beschützt und sie vertrauen mir. Wie in Italien scheint auch diese Drogenübergabe nicht an einem geheimen Ort stattzufinden, sondern mitten in der Öffentlichkeit. Auf einem Parkplatz sollen am helllichten Tag 1 Kilo Kokain und 1 Kilo Marihuana den Besitzer wechseln. Und wir können unbemerkt alles sehen und über das Mikrofon vor allem mithören. ¿Qué pedo? ¿Ya tienes el dinero? Necesito hablar contigo porque la mercancía que me diste el otro día no servía. Estaba muy culera y así no te puedo... Así no te voy a pagar esa chingadera porque no jalaba. No, es que yo vengo a cobrar. A mí me vas a pagar. Der Deal läuft nicht wie geplant und ein Kollege der Sicaria kommt hinzu. No quiere pagar este güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Le vienen a cobrar? Déjasela ahí, güey. Pues yo no sé, mira. Tú vas a pagar, te doy de hoy a mañana para que pagues. Tony, agárrala, güey. Agárrala y no estén peleando, güey. Agárrala y ya estás hablando. Agárrala, güey. No,
a la chingada, me tiene que pagar. ¿Sí? ¿Y si no paga, qué? Me lo voy a quebrar a la chingada. Ich bin etwas verunsichert. Es scheint, als ob ich gerade Zeuge einer Auseinandersetzung innerhalb der organisierten Kriminalität geworden bin. Ich lasse Clemente die Sicaria fragen, was da gerade passiert ist. Das ist das zweite Mal, dass er nicht zahlt. Wenn das nochmal passiert, muss er vielleicht verschwinden. Verstehst du? Umgebracht werden. Von ihr? Das ist nicht ihre Entscheidung. Sie glaubt, dass er das Geld hat, aber er will einfach nicht zahlen. Und sie glaubt, weil sie eine Frau ist, denkt er, dass sie nicht in der Lage wäre, ihn umzubringen, um ihn dafür büßen zu lassen. Okay. Macht sie das sauer? Ja, sie sagt, sie ist sauer. Wegen diesem, du bist ja nur eine Frau. Er weiß nicht, dass sie eine Auftragsmörderin ist. Später erfahren wir von Clemente, dass es sich bei dem Streit wohl um ein Missverständnis gehandelt haben soll und der Kunde vorerst nicht das nächste Opfer der Sicaria ist. Dennoch wird mir klar, wie willkürlich hier über Leben und Tod entschieden wird. Wie ich noch erfahren werde, scheint das Schicksal von Cat bereits besiegelt. Wie brutal die Realität in Mexiko wirklich ist, weiß kaum jemand besser als die lokalen Kriminalreporter. Mit einem von ihnen sind wir verabredet. Er möchte uns von seinen Erfahrungen mit Frauen als Opfer und Täterinnen der organisierten Kriminalität erzählen. Spontan gibt er uns Bescheid, dass er zu einem Tatort muss, um von dort zu berichten. Wir beschließen, ihn vor Ort zu treffen und seine Arbeit zu begleiten. Bisher wissen wir nur, dass es ein Opfer gegeben haben soll. Mehr wurde uns nicht mitgeteilt. Das ist der Tatort. Ah, wir sind schon da. Okay. Ja, wir sind schon da. Ich habe ein mulmiges Gefühl, denn es ist fast keine Polizei anwesend. Ernesto Martinez, der Reporter, erwartet uns. Er wirkt gelassen. Roman. Tilo. Hey. Miguel. Ein junger Mann wurde auf offener Straße erschossen. Seine Frau musste wohl alles mit ansehen. Mit über 70 Kugeln. Man braucht nur eine. Der Mann wurde nicht im Affekt getötet. Er wurde hingerichtet. Die Anzahl der abgegebenen Schüsse und der Fakt, dass es Sturmgewehre waren, wie sie sonst nur vom Militär genutzt werden, lassen auf einen Kartellmord schließen. Das ist krass mit dem Kind. Was Schießen spielt. Ich habe gerade Schwierigkeiten, mit der Situation umzugehen, aber für all die Menschen, die hier sind, ist das eine Lebenswirklichkeit. Das betrifft jeden Menschen, der in dieser Stadt lebt. Solche Bilder und solche Situationen. Ich kann mich wieder zurückziehen, ich fahre wieder nach Hause. Und diese Menschen, die hier sind, leben jeden Tag mit der Angst und mit der Gefahr, dass einem ihrer Familienmitglieder oder einem selbst auch passieren könnte. Über 28.300 Opfer organisierter Kriminalität allein in 2020. Reporter Ernesto kennt die Schicksale hinter den Zahlen. Kennen Sie Fälle, in denen Frauen die Opfer von organisierter Kriminalität waren? Ja. In letzter Zeit kann man eine Zunahme der Morde an Frauen in Zusammenhang mit dem Narco-Business erkennen. Früher mischten sich Frauen nicht in die Angelegenheiten der Narcos ein. Jetzt ist das gang und gäbe. Ich kannte Frauen, die von den Narcos umgebracht wurden, weil sie in dieses Geschäft verwickelt waren. Jetzt haben Frauen keine Angst mehr vor dieser Arbeit. Denn die Frau hat gezeigt, dass sie in diesem Geschäft, wie sagt man so schön, mehr Eier hat als ein Mann.
Aber sind die weiblichen Gangster tatsächlich ein ganz neues Phänomen? In Mexiko-Stadt treffe ich die Journalistin Deborah Bonello. Sie arbeitet an einem Buch über Frauen in der organisierten Kriminalität in Lateinamerika und sagt, Frauen sind schon immer Teil der kriminellen Schattenwelt. Würden Sie sagen, es ist neu, dass Frauen wichtige Aufgaben innerhalb der Kartelle übernehmen, oder war das einfach nur nicht bekannt? Ich glaube, ehrlich gesagt, es hat viel mit den Menschen zu tun, die über organisierte Kriminalität berichten, nämlich weiße Männer. Männer erwarten von Frauen nicht unbedingt, dass sie Macht ausüben. Und so kreieren die Medien ein ganz bestimmtes Bild von Kartellen. Ich glaube, dass unser Verständnis von Frauen in der organisierten Kriminalität rund 30 Jahre hinterher ist. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass kriminelle Organisationen nur so durchsetzt sind von Frauen. Ich ertappe mich dabei, dass auch ich mich schwer tue, Frauen als Täterin zu sehen, die nicht in die kriminelle Welt gezwungen wurden, sondern der Jagd nach Macht und schnellem Reichtum genauso verfallen wie Männer. Die mexikanische Auftragsmörderin sucht ihren eigenen Weg in der brutalen Welt der Kartelle. Es gibt nicht gerade wenige Frauen, die in diesem Geschäft arbeiten. Es gibt viele, die das Gleiche tun wie ich. Ich glaube, wir Frauen tun diese Dinge, um zu zeigen, dass wir mutig sind und dass wir Killer sind und das auf eigene Faust durchziehen können. Hier in Mexiko wurzelt viel im Glauben an männliche Überlegenheit. Sie entwerten uns Frauen und bringen uns nicht die Aufmerksamkeit entgegen, die wir verdienen. Sie sehen uns als Objekte. Heute sind Frauen in der organisierten Kriminalität nicht mehr nur Opfer oder schöne Begleiterinnen an der Seite der Gangster. Sie sind auch Täterinnen. Der Einstieg erfolgte bei der Sicaria über ihren Freund. Mittlerweile ist er verstorben, ermordet, wie so viele. Ein Schicksal, das auch ihr droht? Befürchten Sie manchmal, dass Sie nie wieder in ein normales Leben zurückkehren können? Wenn ich raus möchte, gibt es nur zwei Optionen. Entweder du kommst lebendig raus, aber du wirst nicht lebendig rauskommen und du stirbst eben. Oder du arbeitest weiter und weiter und weiter. Wenn ich aus diesem Geschäft raus wollte, müsste ich raus aus Mexiko. Die Kartelle wissen alles und spüren allem nach. So ist das. Wie schaffen Sie es, dieses Leben geheim zu halten und es keinem zu erzählen? Es ist schwierig, weil ich niemandem von meinen Sorgen und Ängsten erzählen kann. Niemand weiß es oder kann sich auch nur ansatzweise vorstellen, was ich mache. Plötzlich ist bei Cat nicht mehr nur von leichtem Geld die Rede. Der Narco-Lifestyle kann auch ein einsames Leben ohne Zukunft bedeuten. Glauben Sie, eines Tages selbst getötet zu werden? Ich möchte aussteigen, aber dann wird es Leute geben, die mich umbringen wollen, weil ich einen von ihnen umgebracht habe. Gab es einen Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie realisiert haben, dass Sie einen Fehler gemacht haben? Dass Sie den falschen Weg eingeschlagen haben und jetzt Menschen töten müssen? Ja, jeden Tag. Wenn ich Angst habe, dann frage ich mich, in was für eine Scheiße ich da geraten bin. Aber jetzt bin ich hier und muss eben weitermachen. Es sind falsche Entscheidungen, die man trifft. Und ich habe sie getroffen. Eine freiwillige Entscheidung, die die Killerin womöglich selbst mit einem frühen Tod bezahlen wird. Seit Jahren ist Mord bei jungen Mexikanern die häufigste Todesursache. Die Kartelle haben daran einen großen Anteil. Eine Sache hat mich nach dem Gespräch noch lange grübeln lassen. Die Sicaria sieht in ihrer mörderischen Arbeit fast eine Art Selbstbestimmung und Gleichberechtigung in einer von Männern dominierten Unterwelt. Was sagt Journalistin Deborah zu dieser These? Es gibt diese romantische Vorstellung davon, dass Frauen den Kartellen beitreten als eine Art Akt der Emanzipation. Spielt das wirklich eine Rolle für Frauen? I don't want to like seem like I'm celebrating that because
Ich möchte nicht so rüberkommen, als würde ich das unterstützen. Kartelle sind sehr gewalttätige Organisationen. Aber ich glaube, dass es ein Weg für Frauen aus einfachen Verhältnissen sein kann, aufzusteigen, gutes Geld zu verdienen und über Macht zu verfügen. Sie können ihren Intellekt und ihre Entschlossenheit nutzen, um große Ziele zu erreichen. Mit der Ansicht, dass Frauen immer nur zur Kriminalität gezwungen werden, machen wir es uns zu einfach. Deborah mag recht haben. Der Weg in die Kriminalität kann für Frauen auch ein Weg nach oben sein. Das ist Teil der Wahrheit, rechtfertigt aber natürlich nicht ihre Taten. Mörderinnen wie Kat haben das Leben vieler Menschen zerstört. Dazu kommt, wenn sie der kriminellen Welt wieder entfliehen möchten, ist das schwer oder gar nicht möglich. Und wenn, dann nur zu einem hohen Preis.